gekommen und hat wieder nach seinem Bob gesagt. Es war ja selbstverständlich, wir haben ja die Leute alle gekannt. Zu Beginn der Nazizeit gibt es einen ersten Boykott hier in Garmisch-Partenkirchen gegen jüdische Firmen, die hier tätig waren. Und dem folgten zwei Beschlüsse der Gemeinderäte, die auf Vertreibung jüdischer Einwohner hier zielten. Die Rolle des Sports wird im Nationalsozialismus immer größer. Dieser berühmte Spruch, der ja auch in Hitlers Mein Kampf sich durchzieht, schnell wie Windhunde, zäh wie Leder, hart wie Kruppstahl, wurde ja zu einer der wesentlichen Erziehungsprämissen. So, und der Sport nahm dabei eine große Rolle ein. Und es sind ja auch von Hitler die Zitate bekannt, dass er ein nervenstarkes Volk haben will. Es ist noch ein idyllisches, verschlafenes Garmisch-Partenkirchen, über dessen Einwohner im Februar 1936 die bis dahin größten Olympischen Winterspiele der Geschichte hereinbrechen. Die Bahn ist ja pausenlos gefahren, von München raus gab es nur Sonderzüge den ganzen Tag gleich an die Austragungsstätten. Und am Wochenende war es am schlimmsten bei uns in der Ludwigstraße nicht. Die war voll und es war so Gedränge wie in der Kaufmannstraße. Dann ist die olympische Fackel gekommen. Die wurde ja von Staffelträgern durch den Ort gebracht. Und zwar haben die Garmischer haben wollen, dass das olympische Feuer über die Zugspitze geht und von der Zugspitze runter durch den Ort. Und dann ist der Hitler an den Bahnhof eingefahren. Dann ist er mit einem Auto vom Bahnhof zum Olympiahaus gefahren und ist dann da auf dem Balkon erschienen. Und dann hat die olympische Fanfare erklungen, die hat ja der Richard Strauss komponiert. Und dann hat der Hitler gesagt: Ich erkläre die vierten Olympischen Winterspiele 1936 in Garmisch-Partenkirchen für eröffnet. Und dann sind die Athleten einmarschiert und haben den olympischen Eid geschworen. Und dann hat es zu schneien angefangen. Und da haben wir uns natürlich alle ganz neidisch gefreut. Gell? Jetzt kriegen wir das Olympiawetter. Wir bei den Olympischen Spielen ehrenhafte Kämpfer zu sein und die Regeln der Spiele zu achten. Wir nehmen teil in ritterlichen Geiste zur Ehre unserer Länder und zum Ruhme des Sports. Ja, Bogner war ein hervorragender Sportler. Bogner war Eidsprecher, wie wir ja wissen. Bogner ist später bei einer SS-Skidivision gewesen in Norwegen. Auch das ist zu belegen. Und für ihn gilt eigentlich, dass er sich vermutlich im Laufe der Zeit mit diesem System immer mehr angefreundet hat. Die Haltung des jungen Willy Bogner zum Regime lässt sich heute kaum mehr ergründen. Doch er und andere Spitzenathleten werden vor allem von der SS heftig umworben. In der SS wurde Leistungssport gefördert. Es ist nachweisbar, dass aus verschiedensten Sportarten die besten Sportler versucht wurde, in die SS hineinzubekommen. Und es ist möglich, dass daher diese hohe Beteiligung von SS-Leuten, insbesondere im Bereich der Ordnungskräfte,
herrührt. Diktatur und Terror des Nationalsozialismus sind noch fern, als das Internationale Olympische Komitee die Spiele 1931 an Deutschland vergibt. Verbunden mit dem Recht, neben den Sommerspielen auch Winterspiele im gleichen Jahr auszurichten. Das Deutschland der Weltwirtschaftskrise mit seinen Millionen Arbeitslosen und Armen ist erst seit 1928 wieder Mitglied der Olympischen Familie. Deutschland hätte 1916 bereits die Spiele durchführen sollen. Wegen der Kriegsereignisse wurden die Spiele bekanntlich nicht durchgeführt. Und man war um 1930 wieder so weit, dass Deutschland auch als Ausrichter für Olympische Spiele in Betracht kam. Und das widerspiegelte sich dann in dem Beschluss, die Spiele 1936 Winter nach Garmisch-Partenkirchen und Sommer nach Berlin zu geben. Mit der Machtergreifung Hitlers am 30. Januar 1933 ändert sich die Situation erneut grundlegend. Nun hat es die Welt wieder mit einem Deutschland zu tun, von dem eine Bedrohung ausgeht. Es ist nicht mehr das Deutschland, an das die Olympischen Spiele vergeben worden waren. In die Ideologie der neuen Machthaber passt die olympische Idee nicht. Der überwiegende Teil der Nationalsozialisten war zunächst nicht für die Olympischen Spiele. Das hatte etwas damit zu tun, dass man vor allem auch die nationale Karte spielte. Also Deutsch war sehr viel höherwertig in ihrer Ideologie als international. Und von daher erkannten sie wohl auch in der ersten Phase noch nicht, welche Möglichkeit der Darbietung, der Propagierung faktisch ihrer politischen Ideen sich mit den Olympischen Spielen verbinden konnten. Als man das erkannte, dann erfolgte der Schwenk und man setzte alles auf diese Karte Olympische Spiele. Der Sport spielt von Beginn an eine große Rolle in der nationalsozialistischen Ideologie. Aber eben nicht als Mittel der Völkerverständigung und des fairen Wettkampfes unter Freunden, sondern im Sinne einer kranken Lehre zur Stärkung der Volksgesundheit, des Kampfeswillens und zur kriegerischen Erziehung. Und schließlich erkennen die neuen Machthaber die Chance, die ihnen die Olympischen Spiele bieten. Die NSDAP hat ja schon von Beginn an ihre Machtübernahme und vielleicht schon früher gewusst, dass der Sport eine wesentliche Prestigerolle spielt. Und haben das ja auch schon in anderen Dingen gezeigt. Aber diese Spiele kamen ihnen so entgegen mit all den Möglichkeiten. Das Dritte Reich hatte sich inzwischen auch industriell, auch finanziell so fit gemacht, dass man diese Spiele mit allen Mitteln auch ausrichten konnte und durchführen konnte. Und das hat eine Rolle gespielt. Unter den Führungsspitzen von Partei, SS, SA und anderen NS-Gliederungen kommt es zu einem regelrechten Wettrennen um die Macht über den prestigeträchtigen Sport. Deutschland hat zwei große Aufgaben zu erfüllen. 1936 aufzutreten als gütiger Gastgeber für alle Nationen, die zu den Olympischen Spielen kommen, und ebenso als Teilnehmer. Sie sehen also, dass sportlich, technisch, organisatorisch vor uns eine herrliche, große nationale Aufgabe ersteht. Im Schatten der Zugspitze spürt man die Vereinnahmung des Sports durch die große Politik noch nicht. Die Skiherstellung ist in den 30er Jahren ein Handwerk für Spezialisten. Das Skifahren ist Fortbewegung und Freizeitvergnügen. Für die Kinder in den Alpen von klein auf selbstverständlich. Und für die Touristen ein schnell wachsendes Massenspektakel. Das Publikum wird immer internationaler. Und die Garmischer und Partenkirchener, die eigentlich gerne unter sich bleiben, gewöhnen sich an die zahlungskräftigen Gäste und den boomenden Tourismus. Auch die Art, wie man Ski fährt, ändert sich nun rasant.
Mein Vater ist ganz am Anfang noch gefahren im schwarzen Anzug mit Hut, schwarzen Anzug mit Krawatte. Ja. Ein Jahr oder zwei Jahre später dann schon einen normalen Anzug, eine lange Hose, ein Käppi und natürlich seine Pfeife im Mund. Das gehörte bei ihm dazu. Und die Frauen im Rock, ganz normal. Wie ich angefangen habe, 1929, da haben meine Eltern in den Rucksack ein Butterbrot rein. Und haben gesagt, jetzt gehst du dann aus. Da war ich 4 Jahre alt. Allein schon zum Hausberg. Und haben gesagt, wenn die Sonne zwischen Alpspitz und Wachselstein die Sonne steht, dann ist es ungefähr 4 Uhr, dann gehst du wieder heim. Die Stars der Zeit, wie Christel Kranz oder Käthe Grasegger, für die Garmisch-Partenkirchner Jugend sind es noch Menschen von nebenan. Es war ganz natürlich, dass die besten Skifahrer waren die Leute von den Hütten und von den Gaststätten auf den Bergen, die täglich runterfahren mussten, auch in die Schule fahren mussten. Es war schon mal das beste Training. Die konnte man persönlich, irgendwo ist man mit denen nicht mehr zusammengekommen. Entweder beim Verein oder in der Kirche oder irgendwo. Nicht? Vor allen Dingen weiß ich noch, dass wir stolz waren, wenn wir unseren Springern von Garmisch die Ski tragen durften, bis hinüber zum Skistadion. Auch Paula Jurinek fährt schon als junges Mädchen Ski. Im Hotel ihrer Eltern finden die Treffen des Skiclubs Partenkirchen statt. Man hatte ja die Medien nicht und Zeitungen haben wir als Kinder ja gar nicht gelesen. Wir haben alles bloß so nebenbei und es war mehr so ja, Mundpropaganda, nicht? Da habe ich gesagt, du, die trainieren heute, da musst schauen, da musst hingehen. Der Rassenwahn der Nazis spielt für die Jugendlichen in Garmisch und Partenkirchen noch keine Rolle. Ich bin mit Judenkindern in die Schule gegangen. Sehr, sehr nett. Ich war oft in der jüdischen Familie eingeladen beim Laubhüttenfest und so. Und die waren für mich ganz normale Schulkinder. Ende. Die Judendiskriminierung richtet sich von Anfang an auch gegen jüdische Sportler. Köln verbietet schon im März 1933 den Aufenthalt von Juden auf Sportplätzen und Sportstätten. Ab dem 25. April gilt das arische Reinheitsgebot auch in Vereinen. Schon früh droht als Konsequenz ein internationaler Boykott der Olympischen Spiele in Deutschland. Die New York Times titelt bereits 1933, die Olympischen Winterspiele könnten wegen der Kampagnen gegen die jüdische Bevölkerung in Deutschland wieder entzogen werden. Die Spiele werden zur Nagelprobe für das Regime. Auch in den noch getrennten Orten Garmisch und Partenkirchen fallen die nationalsozialistische Propaganda und die antijüdische Hetze auf zum Teil fruchtbaren Boden. Mein Bruder und ich, wir waren Blauhemden, also wir waren Ministranten. Und haben an dem Tag zufällig das Hemd angehabt und dann kommt einer von Garmisch rüber, da war so eine Niederlassung von die Hitler halt. Und dann hat er angefangen, warum wir das brauchen und du musst doch auch ein Braunhemd, gell? Ja, dann haben wir Kraft. Und dann ist es blöd ausgegangen, dann hat er das natürlich da gesagt, dass wir da gerauft haben. Dann haben meine Eltern einen Brief bekommen. Wenn das noch einmal vorkommt, die haben uns den Brief vorgelesen, dann kommen die Eltern nach Dachau. Es gab 3 Ortsgruppen der NSDAP hier. Eine Ortsgruppe Zugspitze, eine Ortsgruppe Kramer, eine Ortsgruppe Wank. Das waren über 800 NSDAP-Mitglieder. Das ist eine stolze Zahl für diesen Ort, der damals vielleicht gerade 13.000 Einwohner hatte. Garmisch und Partenkirchen. 2 Orte mit jahrhundertealten, aber sehr unterschiedlichen Traditionen und Mentalitäten. Getrennt von der Partnach und den Bahngleisen haben die Einwohner beider Gemeinden ein jeweils stark ausgeprägtes Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt. Der kleine Grenzverkehr fällt äußerst spärlich aus. Die Rivalität zwischen den Orten pflegen schon die Schüler. Und das ändert sich nur langsam.
da war der Trainingsplatz für die Leichtathleten, die war in Garmisch, gell? Und ich war ja auch ein guter Leichtathlet und bin dann mit den Reilen übergefahren. Und in der Zugspitzstraße ist mir dann eine Flasche entgegengeflogen. Wenn ein Partenkirchner sich getraut hätte, ein garmischer Mädchen ein bisschen länger anzuschauen, dann hätten sie ihn mit den Holzscheiteln heimgescheitelt. Das heißt, die haben also mit den Holzscheiteln nach den Füßen. Der erste Schülerjahrgang, der mit den Garmischer zusammengekommen ist, ja, das haben sie dann zusammen gemacht. Es war mein Jahrgang und da mussten die Garmischer nach Partenkirchen in die Schule gehen. Das erste Ankommen war gleich eine Rauferei. Wir haben uns 3-4 Wochen geschlagen, jeden Tag in der Früh, bis wir kapiert haben, dass jetzt wir mit zusammen in die Schule gehen. Die nationalsozialistische Führungsspitze will die Vereinigung der beiden Orte um jeden Preis. Auch um das Bild, das Deutschland gegenüber dem Ausland bietet, einheitlich zu gestalten. Der Widerstand in den beiden Gemeinden muss unter allen Umständen gebrochen werden. Dann wurden sie eingeladen nach München, Hauptleute, also Gemeinderat und dergleichen, Bürgermeister, die beiden. Jetzt müsst ihr euch entscheiden, müsst ihr unterschreiben, der Adolf will es so, oder wenn ihr nicht unterschreibt, könnt ihr anschließend nach Dachau gehen. Und dann war eigentlich der Widerstand gebrochen, denn Dachau kannte man. In Garmisch-Partenkirchen sind 33, 34, 35, etwa 40 Menschen in Dachau gewesen. Man wusste also, was Dachau bedeutet. Hier steht bei Garmisch bereits eine Sprungschanze, die 90 Meter Sprünge ermöglicht. Ein neues Skistadion, ein neues Eisstadion, eine neue Bobbahn, neue Skipisten. Investitionen von insgesamt über 2,5 Millionen Reichsmark. Olympia wird erstmals zur riesigen Werbeplattform für ein Regime. Es wurden gigantische Baumaßnahmen durchgeführt und das auch immer durch die damals gängige Medien begleitet, sodass man nach und nach auch ein Klima schuf, das also bejahend war für diese Olympischen Winterspiele. Doch die größte Herausforderung für die Machthaber ist es, die Welt davon zu überzeugen, dass Nazi-Deutschland kein Ort der systematischen Judendiskriminierung ist. Die Welt aber ist besorgt über die deutsche Politik gegenüber der jüdischen Bevölkerung. Gerade die westlichen Nationen beobachten die Lage genau. Die Franzosen, die Engländer, die Niederländer, aber in erster Linie die Amerikaner. Vor allem die dortigen Sportler, die amerikanische Athletenunion und das amerikanische Olympiakomitee, die haben sich sehr darum gekümmert und waren in großer Sorge, was da passieren könnte in Garmisch-Partenkirchen. Das waren sie im Übrigen mit den Nazis, die waren in gleicher Sorge, was sich da ereignen könnte. Es könnte also ihre Sommerspiele in Berlin kaputt machen. Und die waren ihnen ja wesentlich wertvoller als die Winterspiele von Garmisch. Der Chef des Organisationskomitees, Karl Ritter von Halt, ist in größter Sorge um den Erfolg der Spiele. Er schreibt an das Reichsinnenministerium in Berlin einen Brief, in dem er die fundamentale Bedeutung der Winterspiele für die Propaganda der Nazis noch einmal deutlich hervorhebt und sich gegen die offensichtliche Diskriminierung der Juden im Werdenfelser Land wendet. Ich melde mich nicht, um den Juden zu helfen. Aber wenn die Propaganda in dieser Form weitergeführt wird, dann wird die Bevölkerung von Garmisch-Partenkirchen so aufgeputscht sein, dass sie wahllos jeden jüdisch Aussehenden angreift und verletzt. Wenn in Garmisch-Partenkirchen die geringste Störung passiert, dann, darüber sind wir uns doch alle im Klaren, können die Olympischen Spiele in Berlin nicht durchgeführt werden, da auch alle übrigen Nationen ihre Meldung zurückziehen würden. So kommt es beispielsweise dazu,
dass also eine Delegation Garmisch-Partenkirchen aufsucht und sich die dortige Stimmung ebenfalls betrachtet, nicht nur die hervorragenden Sportstätten, die ja zu dieser Zeit das modernste waren, was es weltweit gab. Der Leiter dieser US-Delegation ist gleichzeitig der größte Befürworter der Spiele in Nazi-Deutschland. Der Präsident der amerikanischen Athletenunion, der reiche Architekt und einflussreiche Unternehmer Avery Brundage. Im Beisein von NS-Offiziellen spricht Brundage auch mit Berliner Juden. Eine Benachteiligung von Juden im deutschen Sport kann er nicht erkennen. Überall im Deutschen Reich mussten Juden aus dem Vorstand ausscheiden und schließlich durften Juden nicht mehr Mitglieder sein. Und zum Schluss hat man ihnen auch alle Trainingsmöglichkeiten weggenommen. Das hat man dem Brundage alles erzählt. Das hat den Brundage nicht weiter interessiert. Der hat nur gesagt, Schlusskommentar, was habt ihr euch so? Bei mir zu Hause, in meinem Club in Chicago, sind Juden auch nicht zugelassen. Also, was tut ihr? Es ist doch die gleiche Situation, habt euch nicht so. Das war der Geist der Zeit, selbstverständlich in Amerika. Brundage, ich will nicht sagen, hatte für die Juden nichts übrig, so kann man es, glaube ich, nicht formulieren, aber auf jeden Fall war ihm das nicht wichtig genug, auch noch nicht in der Härte erkennbar, wie sich nachher im Dritten Reich abgespielt hat. Es gab immer wieder schriftliche Anweisungen, dass endlich diese Tafeln mit den Aufschriften Juden unerwünscht, dass die jetzt endlich verschwinden müssten. Es ist dann geglückt, bis zum 29. Januar, also eine Woche vor Beginn der Spiele, tatsächlich das letzte Schild in Garmisch-Partenkirchen zu entfernen. Und da gab es ja viele, viele an den Ortseingängen überall, an jedem Hotel, an jedem Geschäft. Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Graf Henri Bayer-Latour, steht auch auf Seiten von Brundage. Er war sogar bereit, den Start von US-Athleten ohne die Zustimmung ihres nationalen Verbandes zu akzeptieren. Die Anhänger der Boykottbestrebungen in den USA haben gegen den gewieften Taktiker Brundage keine Chance. Er verschiebt die Abstimmung, bis er genügend Getreue zusammengetrommelt hat, die den knappen Sieg der Befürworter von Garmisch-Partenkirchen sicherstellen. Der hätte nie irgendetwas dazu beigetragen und sich überstimmen lassen, dass die Spiele nur deswegen ausfallen, weil für ihn ein paar, für ihn gar nicht wichtige Leute nicht hätten teilnehmen dürfen durch die deutsche Politik. Am Ende zeigt die Propaganda der Nationalsozialisten Wirkung. Selbst die amerikanischen Medien lassen sich überzeugen, dass die Nazis wirkungsvoll gegen die Diskriminierung der Juden vorgehen. Mit der Teilnahme der Vereinigten Staaten an den Spielen in Garmisch und Partenkirchen hat das nationalsozialistische Regime seinen wichtigsten internationalen Erfolg erreicht. Doch die Idylle ist trügerisch. Garmisch und Partenkirchen sind zwar seit dem 1. Januar 1935 vereint, aber nur auf Druck der Nazis und unter Androhung von KZ-Haft für ihre Gegner. Alle antijüdischen Schilder sind zwar entfernt, doch bereits vor Beginn der Spiele werden 200 Menschen im Konzentrationslager Dachau in sogenannte Schutzhaft genommen, damit die SS-Spiele störungsfrei vonstatten gehen können. Es ist ein Schauspiel voll inszenierter Harmonie und Eleganz, das die Nazis den Deutschen und der Welt vorspielen. Und die Massen strömen, um sich blenden zu lassen. Meine Freundin und ich, wir haben uns ganz fest bei der Hand genommen, dass wir uns nicht verlieren. Und es hat 2 Stunden gedauert, bis wir da von der Ludwigstraße bis zum Rathaus gekommen sind, weil so viele Menschen unterwegs waren, die einen hin, die anderen her. Das Bevölkerungsinteresse wurde gezielt geschürt mit den damals üblichen Massenmedien. Also es gibt ja eine Unmenge
an Publikationen darüber, an Zeitungsartikeln. Der gesamte Propagandaapparat war unter anderem, was die sportliche Komponente anbelangt, in diesen Jahren auf die Ausrichtung der Olympischen Spiele ausgerichtet und hat diese auch zunehmend in den Vordergrund gerückt, sodass sie ins Bewusstsein der Bevölkerung hineinkamen. Die Spiele von Garmisch-Partenkirchen sind die ersten Olympischen Winterspiele der Superlative. Insgesamt nehmen 646 Athleten aus 28 Nationen teil. Zuschauermassen aus aller Welt kommen zu den 17 Wettkämpfen in den Disziplinen Bobfahren, Eishockey, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Skialpin und Skinordisch. Es waren 500.000 Besucher hier. Zuvor in den USA waren es 20.000. Also, dass man gesagt hat, die Entwicklung hat sich so dynamisiert, natürlich durch den Propagandaeinfluss der Nazis, auch durch diese Art, dass man für Billiges hier eine Fahrt mit der Bahn nach Garmisch und zurück, ein Mittagessen und einen Eintritt in eine Großveranstaltung bekommen hat. Das war natürlich sensationell. Die Propagandamaschine läuft auf Hochtouren. Über 30 Kameraleute sind für die Reichsfilmkammer im Einsatz, damit Bilder aus Garmisch-Partenkirchen in die Welt gesendet werden können. 49 Radioreporter, davon 37 aus dem Ausland, strahlen mehrere tausend Stunden Programm aus. Hier hat sich der Kameramann eine Brücke bauen lassen, um ein besonders wirkungsvolles Bild einzufangen. Innerhalb von 24 Stunden sind die Bilder der Wettkämpfe in den deutschen Kinos zu sehen. Innerhalb von 48 Stunden in den Hauptstädten Europas. Ein Millionenpublikum für Hitlers Botschaft. Den Sturm der Besucher auf den beschaulichen Ort meistern die Nationalsozialisten mit der ihnen eigenen organisatorischen Effizienz. Lediglich die Hotels sind komplett überfüllt. Auch das Hotel Die Post, das den Eltern von Paula Jurinek gehört. Bei uns im Hotel, wir haben 3 Nächte durchgehend aufgehabt, weil die Hotelhalle und das Lesezimmer, das war alles mit Leuten, die haben die Nacht da einfach verbracht. Es gab keine Liegen und nichts, die sind halt, entweder haben sich hingelegt oder hingesetzt. Wir hatten ein Nebenhaus neben dem Hotel, ich glaube, das waren so um die 25, 30 Betten, und das hatten die Amerikaner ganz gemietet. Und das war für uns spannend. Dann bin ich mit meinen Freundinnen manchmal zum Frühstück drüber zu denen, weil die hatten da riesen Obsthafen, Ananas und Bananen und Feigen und alles. Und das hatten wir natürlich nicht. Und vor allen Dingen, die hatten Kaugummi. Nicht? Gab es bei uns vorher auch nicht. Und dann hatten sie auch Eispulver. Und es war so gelbes Pulver, und wenn man das angerührt hat und hat es kurz in den Eisschrank gestellt, dann hat man ein wunderbares Vanilleeis gehabt. Bei uns vor der Tür war alles vor Zelte. Wir sind schon rausgekommen, aber alles ruhig und schön. Und so war es möglich, dass in der damaligen Zeit so viele Leute kommen konnten. Ja, mein Zug war schon da, aber sie haben also alles mobil gemacht. Niemand hat daran gedacht, dass so viele Leute da sind. Für viele Garmischer und Partenkirchener sind die Winterspiele ein riesiges Geschäft. Vielleicht zum ersten Mal in der Geschichte beweisen die Olympischen Spiele ihre Kraft als Konjunkturmotor, auch für die lokale Wirtschaft. Es hat überall überstanden gegeben, gell? Und der Onkel, der hat, eigentlich war das ein Kolonialbahngeschäft, aber da hat es alles gegeben, was man sich denken kann. Und da haben diese Besucher entdeckt, da ist halt einer, rechnen wir, eine hölzerne Pfeifenköpfe mit geschnitzten Auerhahn oder Spielhahn oder sowas drauf. Und das hat sich aber wieder bei den Leuten rumgesprochen, dass sie da gut bedient werden. Und da haben wir ein ganz gutes Geschäft gemacht nebenbei. Ein gutes Geschäft machen auch Garmischer wie der Vater von Kaspar Jocher, der als Schreiner hilft, die Olympia-Bobbahn aufzubauen. Da hat man dann diese Eisstücke rausgeschnitten und hat sie dann zu Blöcken verarbeitet wie Ziegel, in dem Format ungefähr. Und so hat man dann die Kurven
aufgebaut. Denn nur mit Schnee, da hätte es Minusgrade gebraucht von minus 10, minus 20. Das hat man ja nicht. Weil die Kunden hätten sie nicht fahren können. Man hat für die berüchtigte Bayernkurve allein 8000 Eisblöcke gebraucht. Und so ein Eisblock hat ungefähr 16 Kilogramm gewogen. Oder man kann es anders ausdrücken, mit dem Material von 300 Tonnen hätte man 4 Einfamilienhäuser bauen können. Bis die Olympiabobbahn rennfertig war, mussten ungefähr 50 Leute einen Monat lang arbeiten, unter Umständen in der Nacht durch. Eisblock für Eisblock aufsetzen, dann mit Schnee, mit angefeuchtet oder mit nassen Schnee verfugen und dann mit Wasser wieder vom Rissersee spritzen, bestäuben und sauber abhobeln. Das war dann die rennfertige Bahn. Die Bobfahrer sind wahrscheinlich die wagemutigsten Athleten dieser Spiele. Tollkühne Männer in ihren rasenden Zigarren. 150 Kilo bringen die Athleten zum Teil auf die Waage, um die Bobs im Eiskanal auf die nötige Geschwindigkeit bringen zu können. Meistens noch am Start mit der Zigarette in der Hand. Wenn es da wieder angeschmissen hat, und das war ja nicht selten. Gell? Zum Glück hat es keine Toten gegeben, aber zum Teil ganz schön schwer Verletzte. Im 1936 haben 95 Bobfahrer an den Rennen teilgenommen. Und sage und schreibe, 38 mussten im Verlauf dieser Veranstaltungen zum Onkel Doktor. Die Schwierigkeit war dann die Bayernkurve, wo sich also viele Unfälle ereignet haben. Und dort muss man wissen, haben die Bob eine Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometer drauf gehabt. Das war fast nicht zu machen. Also es konnten nur die Besten bewältigen. Die waren also mit Mut reichlich gesegnet und die haben also da kein Risiko gescheut und haben natürlich immer wieder bei den Rennen versucht, noch mehr herauszuholen. Denn man kann eine Strecke so fahren und so fahren, man kann eine Kurve eng fahren oder weit fahren. Wer weit fährt, hat einen längeren Weg, hat eine schlechtere Zeit. Die Fahrer waren zusammengepresst. Bei 100 Stundenkilometer kommen die daher und das hat die Fahrer in den Bob hineingedrückt, bis hin zur Verzerrung der Gesichtszüge. Also die waren heilfroh, wenn die wieder durch die Bayernkurve durch waren. Zunächst einmal. Und dann ist es aber weitergegangen bis zum Zieleinlauf unter die letzten 500 Meter. Das ist eigentlich immer schlimmer geworden. Die Deutschen haben einen Eishockeystar, den Weltklasseverteidiger Rudi Ball. Doch Ball ist Jude und soll deshalb von den Spielen ausgeschlossen bleiben. Am Ende wird er auf Druck der Öffentlichkeit und des deutschen Eishockeyteams in die Mannschaft zurückgeholt und so zum jüdischen Feigenblatt des Nazi-Regimes. Der war ja schon in der Schweiz und hat dort gespielt. Und der war die Rettung überhaupt, weil er der Einzige gewesen ist, den die Nazis letztendlich zugelassen haben, als jüdischer Sportler. Rudi Ball sorgt auch international für Schlagzeilen. Dass der jüdische Führer, wie die US-Presse den Star des Teams bezeichnet, für Deutschland spielen darf, wird im Ausland registriert. Adolf Hitler schaut sich wegen des Juden Ball kein einziges Spiel der deutschen Mannschaft an. Der Rudi Ball kam dann hierher, durfte auch spielen. Er war ein ganz begnadeter Verteidiger, hat also der deutschen Mannschaft 2 Spiele lang helfen können. Dann hat man ihn, aus welchen Gründen auch immer, hat man ihn aus dem Verkehr gezogen wieder. Er ist dann, glaube ich, wieder in die Schweiz zurückgegangen, ist im hohen Alter gestorben. Also wenigstens ist ihm nichts Dramatisches passiert. So
Seit drei Generationen betreibt die Familie Staudacher ihr Hotel in Garmisch. Zu den Spielen quartieren sich hier die kanadischen Eishockeystars ein. Für den jungen Franz Staudacher ein unvergessliches Erlebnis. Für unser Haus war das eine besondere Ehre, die Kanadier zu Gast zu haben. Denn zu der Zeit waren die ungeschlagen. Weltmeister, Olympiasieger, Europameister. Also war keine Mannschaft in der Lage, sie zu schlagen. Mein Vater konnte kaum Englisch, ein paar Worte natürlich, wenn sie gegangen sind. Good luck und good morning, wie man es halt so damals. Und dann war täglich ein Dolmetscher da, der hat sich erkundigt, wie alles, ob alles in Ordnung ist. Und wurde gleichzeitig verkündigt, also bitte, wenn was kaputt gemacht wird, denn so Eishockeyspieler sind ja doch ein bisschen robuster vielleicht wie andere, nicht aufregen, der Staat bezahlt alles. Und so war es dann auch. Ja gut, ich bin dann immer im Speisesaal vorbeigegangen, habe immer reingeschaut und die Sprache Englisch, also es war für mich, kommen die vom anderen Planeten. Man muss sich die Zeit vorstellen, wie das damals so war. Heute, wenn man Englisch hört, ist es ja kein Problem. Diesmal ist Adolf Hitler unter den Zuschauern, als die Engländer Ungarn besiegen und das Finale erreichen. Und dort auf den schier übermächtigen Gegner Kanada treffen, der sich seines Sieges sicher ist. Die Kanadier haben gesagt, die Engländer für uns kein Gegner und haben ein bisschen Zielwasser getrunken. Und als sie das Haus verlassen haben, hat mein Vater nur nachgeschaut und hat gesagt, also ob das heute gut geht, ich weiß es nicht. Er selbst war eingeladen zu dem Eishockeyspiel und hat das am Abend mitverfolgt. Und gleich in der ersten Minute fiel das erste Tor und die Kanadier waren so geschockt, die konnten momentan gar nicht mehr spielen, die waren wie gelähmt. Und die Engländer haben damals 2-1 gewonnen. Für die Kanadier natürlich unwahrscheinlich, die konnten das gar nicht, weil die waren wie gelähmt, sind nach Hause gekommen mit solchen Gesichtern. Das deutsche Publikum ist begeistert, wenn die einheimischen Pisten- und Loipenstars ihren Auftritt haben und Triumphe feiern. Diese Winterspiele der Superlative sind für das Publikum ein noch nie dagewesenes Spektakel. Wenn natürlich wieder Deutsche wie die Christel Kranz oder der Früher wieder mal vorn waren, unter den ersten drei, dass sie Medaille gemacht haben, ja, da war was los. Ja, und das haben wir halt dann miterlebt. Für uns war das schon was Besonderes. Das Regime profitiert vom perfekten Ablauf der Spiele und den Siegen der deutschen Athleten. Es präsentiert sich der deutschen und der Weltöffentlichkeit als Erfolgsmodell. Und die Sportler machen mit. Sie wurden auf jeden Fall instrumentalisiert. Das ist zweifellos so. Inwieweit sie in dieser frühen Phase schon darüber nachgedacht haben oder wie groß ihr persönlicher Anteil daran schon 1935, 36 war, ist in der Masse, denke ich, schwer zu bestimmen. Dass sie für das System als Aushängeschilder fungierten und sicher einen Beitrag leisteten, dass über ihre sportliche Popularität auch eine gewisse Hinwendung von Bevölkerungsteilen zum System insgesamt befördert wurde, da bin ich mir sicher. Eiskunstlauf ist eine der großen Attraktionen der Spiele. Zehntausende kommen ins neue Eisstadion, um die Einzel- und Paarläufer zu sehen, die zu den Superstars der Spiele gehören. Wie zum Beispiel die Norwegerin Sonja Haney, die in Garmisch-Partenkirchen zum dritten Mal Gold gewinnt und später eine große Hollywood-Karriere starten wird. Oder das erste Traumpaar des deutschen Paarlaufs, Maxi Herber und Ernst Bayer.
Auch ihre Popularität strahlt auf das Regime ab. Die Popularität von Sportlern wird von Politikern seit langer Zeit genutzt. Und natürlich wurde sie auch von den Nationalsozialisten genutzt. Hitler lud gern berühmte Sportler zu sich ein, zu seinen Geburtstagen, war zum Beispiel Christel Kranz. Dort waren die Olympiasieger im Eiskunstlaufen Herber und Bayer. Nicht nur bei Hitler, sondern auch bei Göring und bei Goebbels, wenn die berühmten Filmfeste waren, dann umgab sich auch Goebbels mit Vorliebe mit berühmten Sportstars. Das Kalkül Adolf Hitlers und der nationalsozialistischen Spitzen ist aufgegangen. Für die Welt und für Deutschland. Der internationale Propagandaerfolg der Winterspiele in Garmisch-Partenkirchen für das Ansehen Deutschlands in der Welt wäre anders kaum zu erringen gewesen. Und auch die Generalprobe für Berlin ist damit gelungen. Da gibt es ja eine schöne Stelle im Tagebuch von Goebbels. Da schreibt er, wir holen in Garmisch 2 Goldmedaillen. Große Begeisterung. Das haben wir gut gemacht. Viel Arbeit hat's gekostet. Doch es hat sich gelohnt. Das meint er natürlich politisch. Die einheimische Bevölkerung war zum größeren Teil davon überzeugt, die Nazis können was. Es waren die bis dahin erfolgreichsten, größten Spiele. Sie hatten die modernsten Anlagen. Sie haben in einer Atmosphäre stattgefunden, die von Begeisterung getragen wurde, sodass man sagen muss, das Dritte Reich hat seine Zielstellung, die Olympischen Spiele zu nutzen, um das System zu popularisieren, meines Erachtens zu 100% erreicht. Also das war alles dunkel. Und da sind dann 6 gute Skifahrer mit der olympischen Fahne runtergefahren vom Schanzentisch von der Olympiaschanze. Und unten haben sie dann die Fackeln bloß am Boden und dann war alles finster. Und dann war Olympia aus. Das war sehr beeindruckend. Okay?